Gerhard Hauptmann, Bahnwärter Thiel Allsonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neuzittau, ausgenommen die Tage, an denen er Dienst hatte oder krank war und zu Bette lag. Im Verlauf von zehn Jahren war er zweimal krank gewesen, das eine Mal infolge eines vom Tender einer Maschine während des Vorbeifahrens herabgefallenen Stückes Kohle, welches ihn getroffen und, mit zerschmettertem Bein in den Bahngraben geschleudert hatte, das andere Mal eine Weinflasche wegen, die aus dem vorüberrasenden Schnellzuge mitten auf seine Brust geflogen war. Außer diesen beiden Unglücksfällen hatte nichts vermocht, ihn, sobald er frei war, von der Kirche fernzuhalten. Die ersten fünf Jahre hatte er den Weg von Schönschornstein, einer Kolonie an der Spree, herüber nach Neuzittau alleine machen müssen. Eines schönen Tages war er dann in Begleitung eines schmächtigen und kränklich aussehenden Frauenzimmers erschienen, die, wie die Leute meinten, zu seiner herkulischen Gestalt wenig gepasst hätte. Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben. Zwei Jahre nun saß das junge, zarte Weib ihm zur Seite in der Kirchenbank Zwei Jahre blickte ihr hohlwangiges, feines Gesicht neben seinem vom Wetter gebräunten in das uralte Gesangbuch. Und plötzlich saß der Bahnwärter wieder alleine wie zuvor. An einem der vorangegangenen Wochentage hatte die Sterbeglocke geläutet. Das war das Ganze. An dem Wärter hatte man, wie die Leute versicherten, kaum eine Veränderung wahrgenommen. Die Knöpfe seiner sauberen Sonntagsuniform waren so blank geputzt als je zuvor, seine roten Haare so wohl geölt und militärisch gescheitelt wie immer, nur dass er den breiten, behaarten Nacken ein wenig gesenkt trug und noch eifriger der Predigt lauschte oder sang, als er es früher getan hatte. Es war die allgemeine Ansicht, dass ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei, und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich Thiel nach Verlauf eines Jahres zum zweiten Mal und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer einer Kuhmarkt aus Altegrund verheiratete. Auch der Pastor gestattete sich, als Thiel die Trauung anzumelden kam, einige Bedenken zu äußern. Ihr wollt also schon wieder heiraten? Mit der Toten kann ich nicht wirtschaften, Herr Prediger. Nun jawohl, aber ich meine, ihr eilt ein wenig. Der Junge geht mir drauf, Herr Prediger. Thiels Frau war im Wochenbett gestorben, und der Junge, welchen sie zur Welt gebracht hatte, lebte und hatte den Namen Tobias erhalten. Ach so. Der Junge, sagte der Geistliche und machte eine Bewegung, die deutlich zeigte, dass er sich des Kleinen erst jetzt erinnere. Das ist was anderes. Wo habt ihr ihn denn untergebracht, während ihr im Dienst seid? Thiel erzählte nun, Tobias einer alten Frau übergeben, die ihn einmal beinahe habe verbrennen lassen, während er ein anderes Mal von ihrem Schoß auf die Erde gekugelt sei, ohne glücklicherweise mehr als eine große Beule davon zu tragen. Das konnte nicht so weitergehen, meinte er, zudem, da der Junge, schwächlich wie er sei, eine ganz besondere Pflege benötige. Deswegen und ferner, weil er der Verstorbenen in die Hand gelobt, für die Wohlfahrt des Jungen zu jeder Zeit ausgiebig Sorge zu tragen habe er sich zu dem Sch Schritte entschlossen. Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich durchaus nichts einzuwenden. Die frühere Kuhmarkt schien für den Wärter wie geschaffen. Sie war kaum einen halben Kopf kleiner als er und übertraf ihn an Gliederfüller. Auch war ihr Gesicht ganz so grob geschnitten wie das seine, nur dass ihm im Gegensatz zu dem des Wärters die Seele abging. Wenn Thiel den Wunsch gehegt hätte, in seiner zweiten Frau eine unverwüstliche Arbeiterin, eine musterhafte Wirtschafterin zu haben, so war dieser Wunsch in überraschender Weise in Erfüllung gegangen. Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wissen, mit seiner Frau in Kauf genommen. Eine harte, herrschsüchtige Gemütsart, Zanksucht und brutale Leidenschaftlichkeit. Nach Verlauf eines halben Jahres war es ortsbekannt, wer in dem Häuschen des Wärters das Regiment führte. Man bedauerte den Wärter. Es sei ein Glück für das Mensch, dass sie so ein gutes Schaf wie den Thiel zum Mann bekommen habe, äußerten die aufgebrachten Ehemänner. Es gäbe welche, bei denen sie greulich anlaufen würde. So ein Tier müsse doch kirre zu machen sein, meinten sie, und wenn es nicht anders ging, dann mit Schlägen. Durchgewalkt müsse sie werden, aber dann gleich so, dass es zöge. Sie durchzuwalken, aber war Thiel trotz seiner sehnigen Arme nicht der Mann. Das, worüber sich die Leute ereiferten, schien ihm wenig Kopfzerbrechen zu machen. Die endlosen Predigten seiner Frau ließ er gewöhnlich wortlos über sich ergehen, und wenn er einmal antwortete, so stand das schleppende Zeitmaß sowie der leise, kühle Ton seiner Rede in seltsamstem Gegensatz zu dem kreischenden gekeif seiner frau die außenwelt schien ihm wenig anhaben zu können es war als trüge er etwas in sich wodurch er alles böse was sie ihm antat reichlich mit gutem aufzuwogen erhielt trotz seines unverwüstlichen fleckmaß hatte er doch augenblicke in denen er nicht mit sich spaßen ließ es war dies immer anlässlich solcher Dinge, die Tobiaschen betrafen. Sein kindgutes, nachgiebiges Wesen gewann dann einen Anstrich von Festigkeit, dem selbst ein so unzähmbares Gemüt wie das Lenens nicht entgegenzutreten wagte. Die Augenblicke indes, darin er diese Seite seines Wesens herauskehrte, wurde mit der Zeit immer seltener und verloren sich zuletzt ganz. Ein gewisser leidender Widerstand, den er der Herrschsucht Lenens während des ersten Jahres entgegengesetzt, verlor sich ebenfalls im zweiten. Er ging nicht mehr mit der früheren Gleichgültigkeit zum Dienst, nachdem er einen Auftritt mit ihr gehabt, wenn er sie nicht vorher besänftigt hatte. Er ließ sich am Ende nicht selten herab, sie zu bitten, doch wieder gut zu sein. Nicht wie sonst mehr war ihm sein einsamer Posten inmitten des märkischen Kiefernforstes sein liebster Aufenthalt. Die stillen, hingebenden Gedanken an sein verstorbenes Weib wurden von denen an die lebende durchkreuzt. Nicht widerwillig, wie die erste Zeit trat er den Heimweg an, sondern mit leidenschaftlicher Hast, nachdem er vorher oft Stunden und Minuten bis zur Zeit der Ablösung gezählt hatte. Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr vergeistigte Liebe verbunden gewesen war, Geriet durch die Macht roher Triebe in die Gewalt seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in allem fast unbedingt von ihr abhängig. Zu Zeiten empfand er Gewissensbisse über diesen Umschwung der Dinge und er bedurfte einer Anzahl außergewöhnlicher Hilfsmittel, um sich darüber hinwegzuhelfen. So erklärte er sein Wertehäuschen und die Bahnstrecke, die er zu besorgen hatte, insgeheim gleichsam für geheiligtes Land, welches ausschließlich den Mahnen des Toten gewidmet sein sollte. Mit Hilfe von allerhand Vorwänden war es ihm in der Tat bisher gelungen, seine Frau davon abzuhalten, ihn dahin zu begleiten. Er hoffte es auch fernerhin tun zu können. Sie hätte nicht gewusst, welche Richtung sie einschlagen sollte, um seine Bude, deren Nummer sie nicht einmal kannte, aufzufinden. Dadurch, dass er die ihm zu Gebote stehende Zeit somit gewissenhaft zwischen die Lebenden und die Tote zu teilen vermochte, beruhigte Thiel sein Gewissen in der Tat. Oft freilich und besonders in Augenblicken einsamer Andacht, wenn er recht innig mit der Verstorbenen verbunden gewesen war, sah er seinen jetzigen Zustand im Lichte der Wahrheit und empfand davor Ekel. Hatte er Tagdienst, so beschränkte sich sein geistiger Verkehr mit der Verstorbenen auf eine Menge lieber Erinnerungen aus der Zeit seines Zusammenlebens mit ihr. Im Dunkeln jedoch, wenn der Schneesturm durch die Kiefern und über die Strecke raste in tiefer Mitternacht beim Scheine seiner Laterne, da wurde das Wertehäuschen zur Kapelle. Eine verblichene Fotografie der Verstorbenen vor sich auf dem Tisch, Gesangbuch und Bibel aufgeschlagen, las und sang er abwechselnd die lange Nacht hindurch, nur von den in Zwischenräumen vorbeitobenden Bahnzügen unterbrochen und geriet hierbei in eine Ekstase, die sich zu Gesichten steigerte, in denen er die Tote leibhaftig vor sich sah. Der Posten, den der Wärter nun schon zehn volle Jahre ununterbrochen innehatte, war aber in seiner Angelegenheit dazu angetan, seine mystischen Neigungen zu fördern. Nach allen vier Windrichtungen, mindestens durch einen dreiviertelstündigen Weg von jeder menschlichen Wohnung entfernt, lag die Bude inmitten des Forstes dicht neben einem Bahnübergang, dessen Barrieren der Wärter zu bedienen hatte. Im Sommer vergingen Tage, im Winter Wochen, ohne dass ein menschlicher Fuß außer denen des Wärters und seines Kollegen die Strecke passierte. Das Wetter und der Wechsel der Jahreszeiten brachten in dieser periodischen Wiederkehr fast die einzige Abwechslung in dieser Einöde. Die Ereignisse, welche im Übrigen den regelmäßigen Ablauf der Dienstzeit Thiels außer den beiden Unglücksfällen unterbrochen hatte, waren unschwer zu überblicken. Vor vier Jahren war der kaiserliche Extrazug, der den Kaiser nach Breslau gebracht hatte, vorübergejagt. In einer Winternacht hatte der Schnellzug ein Rehbock überfahren. An einem heißen Sommertage hatte Thiel bei seiner Streckenrevision eine verkorkte Weinflasche gefunden, die sich glühend heiß anfasste und deren Inhalt deshalb von ihm für sehr gut gehalten wurde, weil er nach Entfernung des Korkens eine Fontäne gleich herausquoll, also augenscheinlich gegoren war. Diese Flasche, von Thiel in den seichten Rand eines Waldsees gelegt, um abzukühlen, war von dort auf irgendwelche Weise abhanden gekommen, so dass er noch nach Jahren ihren Verlust bedauern musste. Einige Zerstreuung vermittelte dem Wärter einen Brunnen dicht hinter seinem Häuschen. Von Zeit zu Zeit nahm, nahmen in der Nähe beschäftigte Bahn oder Telegraphenarbeiter einen Trunk daraus, wobei er natürlich ein kurzes Gespräch mit unterlief. Auch der Förster kam zuweilen, um seinen Durst zu löschen. Tobias entwickelte sich nur langsam. Erst gegen Ablauf seines zweiten Lebensjahres lernte er notdürftig sprechen und gehen. Dem Vater bewies er eine ganz besondere Zuneigung. Wie er verständiger wurde, erwachte auch die alte Liebe des Vaters wieder. In dem Maße, wie diese zunahm, verringerte sich die Liebe der Stiefmutter zu Tobias und schlug sogar in unverkennbare Abneigung um, als Lene nach Verlauf eines neuen Jahres ebenfalls einen Jungen gebar. Von da ab begann für Tobias eine schlimme Zeit, er wurde besonders in Abwesenheit des Vaters unaufhörlich geplagt und musste, ohne die geringste Belohnung dafür, seine schwachen Kräfte im Dienste des kleinen Schreihalses einsetzen, wobei er sich mehr und mehr aufrieb. Sein Kopf bekam einen ungewöhnlichen Umfang, die brandroten Haare und das kreidige Gesicht darunter machten einen unschönen und im Verein mit der übrigen kläglichen Gestalt erbarmungswürdigen Eindruck. Wenn sich der zurückgebliebene Tobias solcher Gestalt das kleine von Gesundheit strotzende Brüderchen auf dem Arme hinunter zur Spree schleppte, so wurden hinter den Fenstern der Hütten Verwünschungen laut, die sich jedoch niemals hervorwagten. Thiel aber, welchen die Sache doch vor allem anging, schien keine Augen für sie zu haben und wollte auch die Winke nicht verstehen, welche ihm von wohlmeinenden Nachbarn gegeben wurden. An einem Junimorgen gegen sieben Uhr kam Thiel aus dem Dienst. Seine Frau hatte nicht so bald ihre Begrüßung beendet, als sie schon in gewohnter Weise zu lamentieren begann. Der Pachtacker, welcher bisher den Kartoffelbedarf der Familie gedeckt hatte, war vor Wochen gekündigt worden, ohne dass es Lenen bisher gelungen war, einen Ersatz dafür ausfindig zu machen. Wenngleich nun die Sorge um den Acker zu ihren Obrigkeiten gehörten, so mußte doch Thiel einmal übers andere hören, daß niemand anders als er schuld daran sei, wenn man in diesem Jahr zehn Sack Kartoffeln für schweres Geld kaufen müsse. Thiel brummte nur und begab sich, Lenens Reden wenig Beachtung schenkend, sogleich an das Bett seines Ältesten, welches er in den Nächten, wo er nicht im Dienst war, mit ihm teilte. Hier ließ er sich nieder und beobachtete mit einem sorglichen Ausdruck seines guten Gesichts das schlafende Kind welches er, nachdem er die zudringlichen Fliegen eine Weile von ihm abgehalten, schließlich weckte. In den blauen, tiefliegenden Augen des Erwachenden malte sich eine rührende Freude. Er griff bald hastig nach der Hand des Vaters, indes sich seine Mundwinkel zu einem kläglichen Lächeln verzogen, der Wärter half ihm sogleich beim Anziehen der wenigen Kleidungsstücke, wobei plötzlich etwas wie ein Schatten durch seine Mienen lief, als er bemerkte, dass sich auf der rechten, ein wenig angeschwollenen Backe einige Fingerspuren weiß in Rot abzeichneten. Als Lene beim Frühstück mit vergrößertem Eifer auf vorberegte Wirtschaftsangelegenheiten zurückkam, schnitt er ihr das Wort ab mit der Nachricht, dass ihm der Bahnmeister ein Stück Land längs des Bahndammes in unmittelbarer Nähe des Wärterhauses umsonst überlassen habe, angeblich weil es ihm, dem Bahnmeister, zu abgelegen sei. Lene wollte das anfänglich nicht glauben, nach und nach wichen jedoch ihre Zweifel und nun geriet sie in merklich gute Laune. Ihre Fragen nach Größe und Güte des Ackers sowie andere mehr verschlangen, sie, verschlangen sich förmlich, und als sie erfuhr, dass bei alledem noch zwei Zwergobstbäume darauf stünden, wurde sie rein närrisch als nichts mehr zu erfragen übrig blieb, zu dem die Türglocke des Krämers, die man beiläufig gesagt in jedem einzelnen Haus des Ortes vernehmen konnte, unaufhörlich anschlug, schoss sie davon, um die Neuigkeit im Örtchen auszusprengen. Während Lene in die dunkle mit Waren überfüllte Kammer des Krämers kam, beschäftigte sich der Wärter daheim ausschließlich mit Tobias der junge saß auf seinen knien und spielte mit einigen kiefernzapfen die thiel mit aus dem wald gebracht hatte was willst du werden fragte ihn der vater und diese frage war stereotyp wie die antwort des jungen ein bahnmeister es war keine scherzfrage denn die träume des wärters verstiegen sich in der tat in solche höhen und erhegte allen ernstes den wunsch und die hoffnung dass aus tobias mit gottes hilfe etwas Außergewöhnlich we Außergewöhnliches werden sollte. Sobald die Antwort einen Bahnmeister von den blutlosen Lippen des Kleinen kam, der natürlich nicht wusste, was sie zu bedeuten sollen, begann Thiels Gesicht sich aufzuhellen, bis es förmlich strahlte von innerer Glückseligkeit. Geh, Tobias, geh spielen, sagte er kurz darauf, indem er eine Pfeife Tabak mit einem im Herdfeuer entzündeten Span in Brand steckte und der Kleine drückte sich alsbald in scheuer Freude zur Türe hinaus. Thiel entkleidete sich, ging zu Bett und entschlief, nachdem er geraume Zeit gedankenvoll die niedrige und rissige Stubendecke angestarrt hatte. Gegen zwölf Uhr mittags erwachte er, kleidete sich an und ging, während seine Frau in ihrer lärmenden Weise das Mittagsbrot bereitete, hinaus auf die Straße, wo er Tobiaschen sogleich aufgriff, der mit den Fingern Kalk aus einem Loch in der Wand kratzte und in den Mund steckte. Der wärter nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm an den etwa acht Häuschen des Ortes vorüber bis hin zur Spree, die schwarz und glasig zwischen schwach belaubten Pappeln lag. Dicht am Rande des Wassers befand sich ein Granitblock, auf welchen Thiel sich niederließ. Der ganze Ort hatte sich gewöhnt, ihn bei nur irgend erträglichem Wetter an dieser Stelle zu erblicken. Die Kinder besonders hingen an ihm, nannten ihn Vater Thiel und wurden von ihm in mancherlei Spiel unterrichtet, deren er sich noch aus seiner Jugendzeit erinnerte. Das Beste jedoch von dem Inhalt seiner Erinnerungen war für Tobias. Er schnitzte ihm Fitschepfeiler, die höher pflogen als die aller anderen Jungen. Er schnitt ihm Weidenpfeifchen und ließ sich sogar herbei, mit seinem verrosteten Bass das Beschwörungslied zu singen, während er mit dem Horngriff seines Taschenmessers die Rinde leise klopfte. Die Leute verübelten ihm seine läpperischkeiten. Es war ihnen unerfindlich, wie er sich mit den Rotznasen so viel abgeben konnte. Im Grunde durften sie jedoch damit zufrieden sein, denn die Kinder waren unter seiner Obhut gut aufgehoben. Überdies nahm Thiel auch ernste Dinge mit ihnen vor, hörte den Großen ihre Schulaufgaben ab half ihnen beim Lernen der Bibel und Gesangsbuchverse und buchstabierte mit den kleinen A, B, ab, D, U, du und so fort. Nach dem Mittagessen legte sich der Wärter abermals zu kurzer Ruhe nieder. Nachdem sie beendigt, trank er den Nachmittagskaffee und begann gleich darauf, sich für den Gang in den Dienst vorzubereiten. Er brauchte dazu, wie zu allen seinen Verrichtungen, viel Zeit. Jeder Handgriff war seit Jahren geregelt. In stets gleicher Reihenfolge wanderten die sorgsam auf der kleinen Nussbaumkommode ausgebreiteten Gegenstände: Messer, Notizbuch, Kamm, ein Pferdezahn, die alte, eingekapselte Uhr in die Tasche seiner Kleider. Ein kleines in rotes Papier eingeschlagenes Büchlein wurde mit besonderer Sorgfalt behandelt. Es lag während der Nacht unter dem Kopfkissen des Wärters und wurde am Tag von ihm stets in der Brusttasche des Dienstrockes herumgetragen. Auf der Etikette, unter dem Umschlag, stand in unbeholfenen, aber verschnörkelten Schriftzügen von Thiels Hand geschrieben: Sparkassenbuch des Tobias Thiel. Die Wanduhr, mit dem langen Pendel und dem gelbsüchtigen Ziffernblatt, zeigte dreiviertel fünf, als Thiel fortging. Ein kleiner Kahn, sein Eigentum, brachte ihn über den Fluss. Am jenseitigen Spreeufer blieb er einige Male stehen und lauschte nach dem Ort zurück. Endlich bog er in einen breiten Waldweg und befand sich nach wenigen Minuten inmitten des tief aufrauschenden Kiefernforstes, dessen Nadelmassen einem schwarzgrünen, wellenwerfenden Meere glichen. Unhörbar wie auf Filz schritt er über die feuchte Moos und Nadelschicht des Waldbodens. Er fand seinen Weg, ohne aufzublicken. Hier durch die rostbraunen Säulen des Hochwaldes, dort weiterhin durch dicht verschlungenes Jungholz, noch weiter über ausgedehnte Schonungen, die von einzelnen hohen und schlanken Kiefern überschattet wurden, welche man zum Schutze für den Nachwuchs aufbehalten hatte. Ein bläulicher, durchsichtiger, mit allerhand Düften geschwängerter Dunst stieg aus der Erde auf und ließ die Formen der Bäume verwaschen erscheinen. Ein schwerer milchiger Himmel hing tief herab über die Baumwipfel. Krähenschwärme badeten gleichsam im Grau der Luft, unaufhörlich ihre knarrenden Rufe ausstoßend. Schwarze Wasserlachen füllten die Vertiefungen des Weges und spiegelten die trübe Natur noch trüber wieder. Ein furchtbares Wetter, dachte Thiel, als er aus tiefem Nachdenken erwachte. Und aufschaute. Plötzlich jedoch bekamen seine Gedanken eine andere Richtung. Er fühlte dunkel, dass er etwas daheim vergessen haben müsste, und wirklich vermisste er beim Durchsuchen seiner Taschen das Butterbrot, welches er der langen Dienstzeit halber stets mitzunehmen genötigt war. Unschlüssig blieb er eine Weile stehen, wandte sich dann aber plötzlich und eilte in der Richtung des Dorfes zurück. In kurzer Zeit hatte er die Spree erreicht. Setzte mit wenigen kräftigen Ruderschlägen über und stieg gleich darauf am ganzen Körper schwitzend die sanft ansteigende Dorfstraße hinauf. Der alte, schäbige Pudel des Krämers lag mitten auf der Straße. Auf dem geteerten Plankenzaune eines Kossettenhofes saß eine Nebelkrähe. Sie spreizte die Federn, schüttelte sich, nickte, stieß ein Ohren zerreißendes Kräh, Kräh aus und erhob sich mit pfeifendem Flügelschlag, um sich vom Winde in der Richtung des Forstes davontreiben zu lassen. Von den Bewohnern der kleinen Kolonie etwa zwanzig Fischern und Waldarbeitern mit ihren Familien war nichts zu sehen. Der Ton einer kreischenden Stimme unterbrach die Stille so laut und schrill, dass der Wärter unwillkürlich mit Laufen innehielt. Ein Schwall heftig herausgestoßener, misstönender Laune schlug an sein Ohr, die aus dem offenen Giebelfenster eines niedrigen Häuschens zu kommen schienen, welches er nur allzu gut kannte. Das Geräusch seiner Schritte nach Möglichkeit dämpfend schlich er sich näher und unterschied nun ganz deutlich die Stimme seiner Frau, nur noch wenige Bewegungen und die meisten ihrer Worte wurden ihm verständlich. Was? Du unbarmherziges, herzloses Stück. Soll sich das elende Wurm die Plauze ausschreien vor Hunger? Wie? Na wart nur, wart, ich will dich lehren aufzupassen. Du sollst daran denken. Einige Augenblicke blieb es still. Dann hörte man ein Geräusch, wie wenn Kleidungsstücke ausgeklopft würden. Unmittelbar darauf entlud sich ein neues Hagelwetter von Schimpfworten. Du erbärmlicher Grünschnabel, scholl es im schnellsten Tempo herunter. Meinst du, ich sollte mein leibliches Kind wegen solch einem Jammerlappen, wie du es bist, verhungern lassen? Halt's Maul, schrie es, als ein leises Wimmern hörbar wurde. Oder du sollst eine Portion kriegen, von der du acht Tage zu fressen hast. Das Wimmern verstummte nicht. Der Wärter fühlte, wie sein Herz in schweren, unregelmäßigen Schlägen ging. Er begann leise zu zittern. Seine Blicke hingen wie abwesend am Boden fest, und die plumpe und harte Hand strich mehrmals ein Büschel nasser Haare zur Seite, das immer von neuem in die sommersprossige Stirne hineinfiel. Einen Augenblick drohte es ihn zu überwältigen. Es war ein Krampf, der die Muskeln schwellend machte, und die Finger der Hand zur Faust zusammenzog. Es ließ nach, und nur dumpfe Mattigkeit blieb zurück. Unsicheren Schrittes trat der Wärter in den engen, ziegelgepflasterten Hausflur. Müde und langsam erklomm er die knarrenden Holzstiege. Pfui, 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 hob es wieder an. Dabei hörte man, wie jemand dreimal hintereinander mit allen Zeichen der Wut und Verachtung ausspie. Du erbärmlicher, niederträchtiger, hinterlistiger, hämischer, feiger, gemeiner Lümmel. Die Worte folgten einander in steigender Betonung, und die Stimme, welche sie herausstieß, schnappte zuweilen vor, über Anstrengung. Mein Buben willst du schlagen, was? Du elende Göre, unterschließ dich, das arme hilflose Kind aufs Maul zu schlagen, wie? Hä? Wie? Ich will mich nicht nur dreckig machen an dir sonst! In diesem Augenblick öffnete Thiel die Türe des Wohnzimmers, weshalb der erschrockenen Frau das Ende des begonnenen Satzes in der Kehle stecken blieb. Sie war kreidebleich vor Zorn, ihre Lippen zuckten bösartig, sie hatte die Rechte erhoben, und senkte sie und griff nach dem Milchtopf, aus dem sie ein Kinderfläschchen vollzufüllen versuchte. Sie ließ jedoch diese Arbeit, da der größte Teil der Milch über den Flaschenhals auf den Tisch ran, halb verrichtet, griff vollkommen fassungslos vor Erregung bald nach diesem und bald nach jenem Gegenstand, ohne ihn länger als einige Augenblicke festhalten zu können, und ermannte sich endlich soweit ihren Mann heftig anzulassen, was es denn heißen solle, dass er um diese ungewöhnliche Zeit nach Hause käme, er würde sie doch nicht gar belauschen wollen. Das wäre noch das Letzte, meinte sie, und gleich darauf. Sie habe ein reines Gewissen und brauchte von niemandem, die Augen niederzuschlagen. Thiel hörte kaum, was sie sagte. Sein Blick streiften flüchtig das heulende Tobiaschen. Ein Augenblick schien es, als müsse er gewaltsam etwas Furchtbares zurückhalten, was in ihm aufstieg. Dann legte sich über die gespannten Mienen plötzlich das alte Flegma, von einem verstohlenen, begehrlichen Aufblitzen der Augen seltsam belebt. Sekundenlang spielte sein Blick über den starken Gliedmaßen seines Weibes, das mit abgewandtem Gesicht herumantierte, noch immer nach Fassung suchte. Ihre vollen halbnackten Brüste blähten sich vor Erregung und drohten das Mieder zu sprengen. Und ihre aufgerafften Röcke ließen die breiten Hüften noch breiter erscheinen. Eine Kraft schien von diesem Weibe auszugehen, unbezwingbar, unentrinnbar, der tief sich nicht gewachsen fühlte. Leicht, gleich einem feinen Spinngewebe und doch fest wie ein Netz von Eisen legte es sich um ihn, fesselnd, überwindend, erschlaffend. Er hätte in diesem Augenblick überhaupt kein Wort an sie zu richten vermocht, am allerwenigsten ein hartes, und so musste Tobias, der in Tränen gebadet und verängstigt in einer Ecke hockte, sehen, wie der Vater, ohne auch nur weiter von ihm umzuschauen, das vergessene Brot von der Ofenbank nahm, es der Mutter als einzige Erklärung hinhielt und mit einem kurzen zerstreuten kopfnicken sogleich wieder verschwand obgleich thiel den weg in seine waldeinsamkeit mit möglichster eile zurücklegte kam er doch erst 15 minuten nach der ordnungsgemäßen zeit an den ort seiner bestimmung der hilfswärter einen infolge des bei einem dienst unumgänglichen schnellen temperaturwechsels schwindsüchtig gewordener Mensch, der mit ihm im Dienst abwechselte, stand schon fertig zum Aufbruch auf der kleinen sandigen Plattform des Häuschens, dessen große Nummer schwarz auf weiß weithin durch die Stämme leuchtete. Die beiden Männer reichten sich die Hände, machten sich einige kurze Mitteilungen und trennten sich. Der eine verschwand im Innern der Bude, der andere ging quer über die Strecke, die Fortsetzung jener Straße benutzend, welche Thiel genommen war. Man hörte sein krampfhaftes Husten erst näher, dann ferner durch die Stämme und mit einem verstummte der einzige menschliche Laut in dieser Einöde. Thiel begann wie immer, so auch heute damit, das enge viereckige Steingebauer der Wärterbude auf seine Art für die Nacht herzurichten. Er tat es mechanisch, während sein Geist mit dem Eindruck der letzten Stunden beschäftigt war. Er legte sein Abendbrot auf den schmalen, braun gestrichenen Tisch, an einem der beiden schlitzartigen Seitenfenster, von denen aus man die Strecke bequem übersehen konnte. Hierauf entzündete er in dem kleinen, rostigen Öfchen ein Feuer und stellte einen Topf kalten Wassers darauf. Nachdem er schließlich noch in die Gerätschaften, Schaufel, Spaten, Schraubstock usw. So einige Ordnung gebracht hatte, begab er sich ans Putzen seiner Laterne die er zugleich mit frischem Petroleum versorgte. Als dies geschehen war, meldete die Glocke mit drei schrillen Schlägen, die sich wiederholten, dass ein Zug in der Richtung von Breslau her aus der nächstliegenden Station abgelassen sei. Ohne die mindeste Hast zu zeigen, blieb Thiel noch eine gute Weile im Inneren der Bude, trat endlich Fahne und Patronentasche in der Hand langsam ins Freie und bewegte sich trägen und schlürfenden Ganges über den schmalen Sandpfad, dem etwa zwanzig Schritt entfernten Bahnübergang zu. Seine Barrieren schloss und öffnete Thiel vor und nach jedem Zuge gewissenhaft, obgleich der Weg nur selten von jemandem passiert wurde. Er hatte seine Arbeit beendet und lehnte jetzt wartend, an der schwarz-weißen Sperrstange. Die Strecke schnitt rechts und links geradlinig in den unübersehbaren Forst hinein. Zu ihren beiden Seiten stauten die Nadelmassen gleichsam zurück, zwischen sich eine Gasse freilassend, die der rötlich-braune, kieselbestreute Bahndamm auffüllte. Die schwarzen, parallel laufenden Gleise darauf glichen in ihrer Gemeinsamkeit einer ungeheuren eisernen Netzmasche deren schmale Strähne sich im äußersten Süden und Norden in einem Punkte des Horizontes zusammenzogen. Der Wind hatte sich erhoben und trieb leise Wellen den Waldrand hinunter und in die Ferne hinein. Aus den Telegraphenstangen, die die Strecke begleiteten, tönten summende Akkorde. Auf den Drähten, die sich wie das Gewebe einer Riesenspinne von Stange zu Stange fortrankten, klebten in dichten Reihen Scharen zwitschernder Vögel. Ein Specht flog lachend über Thiels Kopf hinweg, ohne dass er eines Blickes gewürdigt wurde. Die Sonne, welche soeben unter dem Rande mächtiger Wolken herabhing, um in das schwarzgrüne Wipfelmeer zu versinken, goss Ströme von Purpur über den Forst. Die Säulenarkaden der Kiefernstämme jenseits des Dammes entzündeten sich gleichsam von innen heraus, und glühten wie Eisen. Auch die Geleise begannen zu glühen, feurigen Schlangen gleich, aber sie erloschen zuerst, und nun stieg die Glut langsam vom Erdboden in die Höhe, erst die Schäfte der Kiefern weiter den größten Teil ihrer Kronen in kaltem Verwesungslicht zurücklassend, zuletzt nur noch an den äußersten Rand der Wipfel mit einem rötlichen Schimmer streifend lautlos und feierlich vollzog sich das erhabene schauspiel der wärter stand noch immer regungslos an der barriere endlich trat er einen schritt vor ein dunkler punkt am horizonte da wo die geleise sich trafen vergrößerte sich von sekunde zu sekunde wachsend schien er doch auf einer stelle zu stehen plötzlich bekam er bewegung und näherte sich durch die gleise ging ein vibrieren und summen ein rhythmisches Geklirr, ein dumpfes getöse das lauter und lauter werdend zuletzt den hufschlägen einer heranbrausenden reitergeschwaders nicht unähnlich war ein keuchen und brausen schwoll stoßweise ferner durch die luft dann plötzlich zerriss die stille ein rasendes tosen und toben erfüllte den raum die Gleise bogen sich, die Erde zitterte, ein starker Luftdruck, ein Wolke von Dampf, Staub und Qualm. Und das schwarze, schnaubende Ungetüm war vorüber. So wie sie anwuchsen, starben nach und nach die Geräusche. Der Dunst verzog sich. Zum Punkte eingeschrumpft schwand der Zug in der Ferne und das alte, heilge Schweigen schlug über dem Waldwinkel zusammen. Minna, flüsterte der Wärter, wie aus einem Traum erwacht und ging nach seiner Bude zurück. Nachdem er sich einen dünnen Kaffee aufgebrüht, ließ er sich nieder und starrte von Zeit zu Zeit einen Schluck zu sich nehmend auf ein schmutziges Stück Zeitungspapier, das er irgendwo an der Strecke aufgelesen. Nach und nach überkam ihn eine seltsame Unruhe. Er schob es auf die Backofenglut, welches das Stübchen erfüllte, und riss Rock und Weste auf, um sich zu erleichtern. Wie das nicht half, erhob er sich und nahm einen Spaten aus der Ecke und begab sich auf das geschenkte Äckerchen. Es war ein schmaler Streifen Sandes von Unkraut dicht überwuchert. Wie schneeweißer Schaum lag die junge Blütenbracht auf den Zweigen der beiden Zwergobstbäumchen, welche darauf standen. Thiel wurde ruhig und ein stilles Wohlgefallen beschlich ihn. Nun also an die Arbeit. Der Spaten schnitt knirschend in das Erdreich. Die nassen Schollen fielen dumpf zurück und bröckelten auseinander. Eine Zeit lang grub er ohne Unterbrechung. Dann hielt er plötzlich inne und sagte laut und vernehmlich vor sich hin, indem er dazu bedenklich den Kopf hin und her wiegte Nein, nein, das geht ja nicht. Und wieder Nein, nein, das geht ja gar nicht. Es war ihm plötzlich eingefallen, dass ja nun Lena des Öfteren herauskommen würde, um den Acker zu bestellen, wodurch dann die herabgebrachte Lebensweise in bedenkliche Schwankungen geraten musste. Und je verwandelte sich seine Freude über den Besitz des Ackers in Widerwillen. Hastig, wie wenn er etwas Unrechtes zu tun im Begriff gestanden hätte, riss er den Spaten aus der Erde und trug ihn nach der Bude zurück. Hier versank er abermals in dumpfe Grübelei. Er wusste kaum warum, aber die Aussicht, Lene ganze Tage lang bei sich im Dienst zu haben, wurde ihm, so sehr er auch versuchte, sich damit zu versöhnen, immer unerträglicher. Es kam ihm vor, als habe er etwas ihm Wertes zu verteidigen, als versuchte jemand sein Heiligstes anzutasten und unwillkürlich spannten sich seine Muskeln in gelindem Krampfe, während ein kurz herausforderndes Lachen seine Lippen entfuhr. Vom Widerhall dieses Lachens erschreckt, blickte er auf und verlor dabei den Faden seiner Betrachtungen. Als er ihn wiedergefunden, wühlte er sich gleichsam in den alten Gegenstand und plötzlich zerriss etwas, wie ein dichter schwarzer Vorhang in zwei Stücke und seine umnebelten Augen gewannen einen klaren Ausblick. Es war ihm auf einmal zumute, so als erwache er aus einem zweijährigen totenähnlichen Schlaf und betrachtete nun mit ungläubigem Kopfschütteln all das Haarsträubende, welche er in diesem Zustand begangen haben sollte. Die Leidensgeschichte seines Ältesten, welche die Eindrücke der letzten Stunden nur noch hatte besiegeln können, trat deutlich vor seine Seele. Mitleid und Reue ergriff ihn so wie auch eine tiefe Scham darüber, dass er diese ganze Zeit in schmachvoller Duldung hingelebt hatte, ohne sich des lieben, hilflosen Geschöpfes anzunehmen, ja, ohne auch nur die Kraft zu finden, sich einzugestehen, wie sehr dieser litt. Über den selbstquälerischen Vorstellungen all seiner Unterlassungssünden überkam ihn eine schwere Müdigkeit, und so entschlief er mit gekrümmtem Rücken, die Stirn auf die Hand, diese auf den Tisch gelegt. Eine Zeit lang hatte er so gelegen, als er mit erstickter Stimme mehrmals den Namen Minna rief. Ein Brausen und Sausen füllte sein Ohr wie von unermesslichen Wassermassen. Es wurde dunkel um ihn. Er riss die Augen auf und erwachte. Seine Glieder flogen. Der Angstschweiß drang ihm aus allen Poren. Sein Puls ging unregelmäßig. Sein Gesicht war nass vor Tränen. Es war stockdunkel. Er wollte einen Blick nach der Tür werfen, ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte, taumelnd erhob er sich noch immer, wehrte seine Herzensangst. Der Wald draußen rauschte wie Meeresbrandung, der Wind warf Hagel und Regen gegen die Fenster des Häuschens. Thiel tastete ratlos mit den Händen umher. Einen Augenblick kam er sich vor wie ein Ertrinkender, da plötzlich flammte es bläulich blendend auf, wie wenn Tropfen überirdischen Lichts in die dunkle Erdatmosphäre herabsenken, um sogleich von ihr erstickt zu werden. Der Augenblick genügte, um den Wärter zu sich selbst zu bringen. Er griff nach seiner Laterne, die er auch glücklich zu fassen bekam, und in diesem Augenblick erwachte der Donner am fernsten Saume des märkischen Nachthimmels. Erst dumpf und verhalten, grollend, wälzte er sich näher in kurzen brandenden Erdwellen, bis er zu Riesenstößen anwachsen, sich endlich die ganze Atmosphäre überflutend, dröhnend, schütternd und brausend entlud. Die Scheiben klirrten, die Erde bebte. Thiel hatte Licht gemacht. Sein erster Blick, nachdem er die Fassung wieder gewonnen hatte, galt der Uhr. Es lagen kaum fünf Minuten zwischen jetzt und der Ankunft des Schnellzuges. Da er glaubte, das Signal überhört zu haben, begab er sich, so schnell als Sturm und Dunkelheit erlaubten, nach der Barriere. Als er noch damit beschäftigt war, diese zu schließen, erklang die Signalglocke. Der Wind zerriss ihre Töne und warf sie nach allen Richtungen auseinander. Die Kiefern bogen, sich und rieben unheimlich knarrend und quietschend ihre Zweige aneinander. Ein Augenblick wurde der Mond sichtbar, wie er gleich einer blassgoldenen Schale zwischen den Wolken lag. In seinem Licht sah man das Wühlen des Windes in den schwarzen Kronen der Kiefern. Die Blattgehänge der Birken am Bahndamm wehten und flatterten wie gespenstige Rossschweife. Darunter lagen die Linien der Gleise, welche vor Nässe glänzend das blasse Mondlicht in einzelnen Flecken aufsaugten. Thiel riss die Mütze vom Kopf. Der Regen, der Regen tat ihm wohl und lief vermischt mit Tränen über sein Gesicht. Es gärte in seinem Hirn unklare Erinnerungen an das, was er im Traum gesehen, verjagten einander. Es war ihm gewesen, als würde Tobias von jemandem gemisshandelt und zwar auf eine so entsetzliche Weise, dass ihm noch bis jetzt beim Gedanken daran das Herz stille stand. Einer anderen Erscheinung erinnerte er sich deutlicher. Er hatte seine verstorbene Frau gesehen. Sie war irgendwoher aus der Ferne gekommen, auf einem der Bahngeleise. Sie hatte recht kränklich ausgesehen und statt der Kleider hatte sie Lumpen getragen. Sie war an Thiels Häuschen vorbeigekommen, ohne sich danach umzuschauen und schließlich, hier wurde die Erinnerung undeutlich, war sie aus irgendwelchem Grunde nur mit großer Mühe vorwärts gekommen und sogar mehrmals zusammengebrochen. Thiel dachte weiter nach und wußte, dass sie sich auf der Flucht befunden hatte. Es lag außer allem Zweifel, denn weshalb hätte sie sonst diese Blicke voll Herzensangst nach rückwärts gesandt und sich weitergeschleppt, obgleich ihre Füße den Dienst versagten. Oh, diese entsetzlichen Blicke! Aber es war etwas, das sie mit sich trug. In Tücher gewickelt, etwas Schlaffes, Blutiges. Bleiches und die Art, mit der sie darauf niederblickte, erinnerten an Szenen der Vergangenheit. Er dachte an seine sterbende Frau, die ihr kaum geborenes Kind, das sie zurücklassen musste, unverwandt anblickte, mit einem Ausdruck tiefsten Schmerzes, unfassbarer Qual, jenem Ausdruck, den Thiel ebenso wenig vergessen konnte, wie dass er einen Vater und eine Mutter habe. Wo war sie hingekommen? Er wusste es nicht. Das aber trat ihm klar vor die Seele. Sie hatte sich von ihm losgesagt, ihn nicht beachtet. Sie hatte sich fortgeschleppt, immer weiter und weiter durch die stürmische, dunkle Nacht. Er hatte sie gerufen, Minna, Minna! Und davon war er erwacht. Zwei rote, runde Lichter durchdrangen wie die Glotzaugen eines riesigen Ungetüms die Dunkelheit. Ein blutiger Schein ging vor ihnen her, der die Regentropfen in seinem Bereich in Blutstropfen verwandelte. Es war, als fiel ein Blutregen vom Himmel. Thiel fühlte ein Grauen, und je näher der Zug kam, umso größer seine Angst. Traum und Wirklichkeit verschmolzen ihm in eins. Noch immer sah er das wandernde Weib auf den Schienen, und seine Hand irrte nach der Patronentasche, als habe er die Absicht, den rasenden Zug zum Stehen zu bringen. Zum Glück war es zu spät, denn schon flirte es vor Thiels Augen von Lichtern, und der Zug raste vor den übrigen Teil der Nacht fand Thiel wenig Ruhe mehr in seinem Dienst. Es drängte ihn daheim zu sein, er sehnte sich, Tobiaschen wiederzusehen. Es war ihm zumute, als sei er durch Jahre von ihm getrennt gewesen. Zuletzt war er in steigender Bekümmernis um das Befinden des Jungen mehrmals versucht, den Dienst zu verlassen. Um die Zeit hinzubringen, beschloss Thiel, sobald es dämmerte, seine Strecke zu revidieren. In der Linken ein Stock, in der rechten einen langen eisernen Schraubschlüssel, schritt er dann auch alsbald auf dem Rücken einer Bahnschiene in das schmutzig graue Zwielicht hinein. Hin und wieder zog er mit dem Schraubschlüssel einen Bolzen fest oder schlug an eine der runden Eisenstangen, welche die Geleise untereinander verbanden. Regen und Wind hatten nachgelassen, und zwischen zerschlissenen Wolkenschichten wurde hier und da Stücke eines blassblauen Himmels sichtbar. Das eintönige Klappen das Sohlen auf dem harten Metall, verbunden mit dem schläfrigen Geräusch des tropfenschüttelnden Bäume, beruhigte Thiel nach und nach. Um sechs Uhr früh wurde er abgelöst und trat ohne Verzug den Heimweg an. Es war ein herrlicher Sonntagmorgen. Die Wolken hatten sich zerteilt und waren mittlerweile hinter den Umkreise des Horizontes hinabgesunken. Die Sonne goß im Aufgehen gleich einem ungeheuren blutroten Edelstein funkelnd. Wahre Lichtmassen über den Forst. In scharfen Linien schossen die Strahlenbündel durch das Gewirr der Stämme, hier eine Insel zarter Farrenkräuter, deren Wedel fein geklöppelten Spitzen glichen, mit Glut behauchend, dort die silbergrauen Flechten des Waldgrundes zu roten Korallen umwandelnd. Von Wipfeln, Stämmen und Gräsern floss der Feuertau. Eine Sintflut von Licht schien über die Erde auszugehen und auch hinter Thiels Stirn mussten die Bilder der Nacht allmählich verblassen. Mit dem Augenblick jedoch, wo er in die Stube trat und Tobiaschen rotweiniger als je im sonnenbeschienenen Bette liegen sah, waren sie ganz verschwunden. Wohl wahr. Im Verlauf des Tages glaubte Lene mehrmals etwas Befremdliches an ihm wahrzunehmen, so im Kirchstuhl, als er statt ins Buch zu schauen, sie selbst von der Seite betrachtete und dann auch um die Mittagszeit, als er ohne ein Wort zu sagen, das Kleine, welches Tobias wie gewöhnlich auf die Straße tragen sollte, aus dessen Arm nahm und ihr auf den Schoß setzte. Sonst aber hatte er nicht das geringste Auffällige an sich. Thiel, der den Tag über nicht dazu gekommen war, sich niederzulegen, kroch, da er die folgende Woche Tagdienst hatte, bereits gegen neun Uhr abends ins Bett. Gerade als er im Begriff war einzuschlafen, eröffnete ihm die Frau, dass sie am folgenden Morgen mit in den Wald gehen werde, und das Land umzugraben und Kartoffeln zu stecken. Thiel zuckte zusammen. Er war ganz wach geworden und hielt jedoch die Augen fest geschlossen. Es sei die höchste Zeit, meinte Lene, wenn aus den Kartoffeln noch etwas werden sollte und fügte bei, dass sie die Kinder werde mitnehmen müssen, da vermutlich der ganze Tag draufgehen würde. Der Wärter brummte einige unverständliche Worte, die Lene weiter nicht beachtete. Sie hatte ihm den Rücken gewandt und war beim Scheine eines Talglichtes damit beschäftigt, das Mieder aufzunesteln und die Röcke herabzulassen. Plötzlich fuhr sie herum, ohne selbst zu wissen, aus welchem Grund, und blickte in das von Leidenschaft verzerrte, erdfarbene Gesicht ihres Mannes, der sie, halb aufgerichtet, die Hände auf der Bettkante mit brennenden Augen anstarrte. Thiel! schrie die Frau halb zornig, halb erschreckt, und wie ein Nachtwandler, den man beim Namen rufte, erwachte er aus seiner Betäubung, stotterte einige verwirrte Worte, warf sich in die Kissen zurück und zog das Deckbett über die Ohren. Lene war die erste, welche sich am folgenden Morgen vom Bette erhob. Ohne dabei Lärm zu machen, bereitete sie das Nötige für den Ausflug vor. Der Kleinste wurde in den Kinderwagen gelegt, darauf Tobias geweckt und angezogen. Als er erfuhr, wohin es gehen sollte, musste er lächeln. Nachdem alles bereit war und auch der Kaffee fertig auf dem Tisch stand, erwachte Thiel. Missbehagen war sein erstes Gefühl. Er hatte wohl gern ein Wort dagegen gesagt, aber er wusste nicht, wo, womit beginnen. Und welche für Lene stichhaltigen Gründe hätte er auch angeben sollen? Allmählich begann dann das mehr und mehr strahlende Gesichtchen seinen Einfluss auf Thiel zu üben, so dass er schließlich, schon um der Freude willen, welche dem Jungen der Ausflug bereitete, nicht daran denken konnte, Widerspruch zu erheben. Nichtsdestoweniger blieb Thiel, während der Wanderung, durch den Wald nicht frei von Unruhe. Er stieß das Kinderwägelchen mühsam durch den tiefen Sand und hatte allerhand Blumen darauf liegen, die Tobias gesammelt hatte. Der Junge war ausnehmend lustig. Er hüpfte in seinem braunen Plüschmützchen zwischen den Farrenkräutern umher und suchte, auf eine freilich etwas unbeholfene Art, die glasflügeligen Libellen zu fangen, die darüber hinweggaukelten. Sobald man angelangt war, nahm Lene den Acker in Augenschein. Sie warf das Säckchen mit Kartoffelstücken, welche sie zur Saat mitgebracht hatte, auf den Grasrand eines kleinen Birkengehölzes, kniete nieder und ließ den etwas dunkel gefärbten Sand durch ihre harten Finger laufen. Thiel beobachtete sie gespannt. »Nun, wie ist er?« »Reichlich so gut wie die Spreeecke.« Dem Wärter fiel eine Last von der Seele. Er hatte gefürchtet, sie würde unzufrieden sein und kratzte beruhigt seine Bartstoppeln. Nachdem die Frau hastig eine Dicke Brotkante verzehrt hatte, warf sie Tuch und Jacke fort und begann zu graben, mit der Geschwindigkeit und Ausdauer einer Maschine. In bestimmten Zwischenräumen richtete sie sich auf und holte in tiefen Zügen Luft. Aber es war jeweilig nur ein Augenblick, wenn nicht etwa das Kleine gestillt werden musste, was mit keuchender, schweißtropfender Brust hastig geschah. Ich muss die Strecke belaufen, ich werde Tobias mitnehmen rief der Wärter nach einer Weile von Plattform vor der Bude aus ihr herüber. Ach, was Unsinn, schrie sie zurück. Wer soll bei dem Kleinen bleiben? Hierher kommst du, setzte sie noch lauter hinzu, während der Wärter, als ob er sie nicht hören könne, mit Tobiaschen davonging. Im ersten Augenblick erwog sie, ob sie nicht nachlaufen solle, und nur der Zeitverlust bestimmte sie, davon abzusehen. Tobias ging mit Thiel die Strecke entlang. Der Kleine war nicht wenig erregt, alles war ihm neu fremd. Er begriff nicht, was die schmalen, schwarzen, vom Sonnenlicht erwärmten Schienen zu bedeuten hatten. Unaufhörlich tat er allerhand sonderbare Fragen. Vor allem verwunderlich war ihm das Klingen der Telegrafenstangen. Thiel kannte den Ton jeder einzeln seines Reviers, so dass er mit geschlossenen Augen stets gewusst haben würde, in welchem Teil der Strecke er sich gerade befand. Oft blieb er, Tobiaschen an der Hand stehen, um den wunderbaren Lauten zu lauschen die aus dem Holze wie sonore Choräle aus dem Inneren einer Kirche hervorströmten. Die Stange am Südende des Reviers hatte seinen besonderen, vollen und schönen Akkord. Es war ein Gewühl von Tönen in ihrem Inneren, die ohne Unterbrechung gleichsam in einem Atem fortklangen. Und Tobias lief rings um das verwirrte Holz um, wie er glaubte, durch eine Öffnung die Urheber des lieblichen Getöns zu entdecken der wärter wurde weihevoll gestimmt ähnlich wie in der kirche zudem unterschied er mit der zeit eine stimme die ihn an seine verstorbene frau erinnerte er stellte sich vor es sei ein chorseliger geister in den sie ja auch ihre stimme mische und diese vorstellung erweckte in ihm eine sehnsucht eine rührung bis zu tränen tobias verlangte nach den blumen die seitab im birkenwäldchen standen und thiel wie immer gab ihm nach Stücke blauen Himmels schienen auf den Boden des Haines herabgesunken, so wunderbar dicht standen kleine blaue Blüten darauf. Farbigen Wimpeln gleich flatterten und gaukelten die Schmetterlinge lautlos zwischen dem leuchtenden Weiß der Stämme, indes durch die zartgrünen Blätterwolken der Birkenkronen ein sanftes Rieseln ging. Tobias rupfte Blumen, und der Vater schaute ihm sinnend zu. Zuweilen Erhob sich auch der Blick des Letzteren und suchte durch die Lücken der Blätter den Himmel, der wie ein riesiges, makellos, blaue Kristallschale das Goldlicht der Sonne auffing. Vater, ist das der liebe Gott? fragte der Kleine plötzlich auf ein braunes Eichhörnchen deutend, das unter kratzenden Geräuschen am Stamme einer niederstehenden Kiefer hina hinanhuschte. Narrischer Kerl, war alles, was Thiel erwidern konnte, während losgerissene Borkenstückchen den Stamm herunter vor seine Füße fielen. Die Mutter grub noch immer, als Thiel und Tobias zurückkamen. Die Hälfte des Ackers war bereits umgeworfen. Die Bahnzüge folgten einander in kurzen Zwischenräumen und Tobias sah sie jedes Mal mit offenem Munde vorübertoben. Die Mutter selbst hatte ihren Spaß an seinen drolligen Grimassen. Das Mittagessen, Bestehen aus Kartoffeln und einem Restchen kalten Schweinebratens, verzehrte man in der Bude. Lene war aufgeräumt und auch Thiel schien sich in das Unvermeidliche mit gutem Anstand fügen zu wollen. Er unterhielt seine Frau während des Essens mit allerlei Dingen, die in seinen Beruf schlugen. So fragte er sie, ob sie sich denken könne, dass in einer einzigen Bahnschiene 46 Schrauben säßen und anderes mehr. Am Vormittage war Lene mit Umgraben fertig geworden. Am Nachmittage sollten die Kartoffeln gesteckt werden. Sie bestand darauf, dass Tobias jetzt das Kleine wartete und nahm ihn mit sich. Pass auf, rief Thiele nach, von plötzlicher Besorgnis ergriffen. Pass auf, dass er den Geleisen nicht zu nahe kommt. Ein Achselzucken, Lenens war die Antwort. Ein schlesischer Schnellzug war gemeldet und Thiel musste auf seinen Posten. Kaum stand der Dienst fertig an der Barriere, so hörte er ihn schon heranbrausen. Der Zug wurde sichtbar. Er kam näher. In unzählbaren sich vorüberhastenden Stößen fauchte der Dampf aus dem schwarzen Maschinenschlote. Da, ein, zwei, drei milchweiße Dampfstrahlen quollen kerzengerade empor und gleich darauf brachte die Luft den Pfiff der Maschine getragen. Dreimal hintereinander, kurz, grell, beängstigend. Sie bremsen, dachte Thiel, warum nur? Und wieder gelten die Notpfiffe schreiend, den Widerhall weckend, diesmal in langer, ununterbrochener Reihe. Thiel trat vor, um die Strecke überschauen zu können. Mechanisch zog er die rote Fahne aus dem Futteral und hielt sie gerade vor sich hin über die Gleise. Jesus Christus! War er blind gewesen? Jesus Christus! Oh Jesus! Jesus, Jesus Christus! Was war das? Dort! Dort zwischen den Schienen... Halt! schrie der Wärter aus Leibeskräften. Es war zu spät. Eine dunkle Masse war unter den Zug geraten und wurde zwischen den Rädern wie ein Gummiball hin und her geworfen. Noch einige Augenblicke und man hörte das Knarren und Quietschen der Bremsen. Der Zug stand. Die einsame Strecke belebte sich. Zugführer und Schaffner rannten über den Kies nach dem Ende des Zuges. Aus jedem Fenster blickten neugierige Gesichter, und jetzt die Menge knollte sich und kam nach vorn. Thiel keuchte. Er musste sich festhalten, um nicht umzusinken wie ein gefällter Stier. Wahrhaftig, man winkt ihm. Nein. Ein Aufschrei zerreißte die Luft. Von der Unglücksstelle her ein Geheul folgte, wie aus der Kehle eines Tieres kommend. Wer war das? Lene? Es war nicht ihre Stimme, und doch. Ein Mann kommt in Eile die Strecke herauf. Werter, Was gibt's? Ein Unglück! Der Bote schrickte zurück, denn das Wärters Augen spielten seltsam. Die Mütze sitzt schief, die roten Haare scheinen sich aufzubäumen. Er lebt noch, vielleicht ist noch Hilfe. Ein Röcheln ist die einzige Antwort. Kommen Sie schnell, schnell! Thiel reißt sich auf mit gewaltiger Anstrengung. Seine schlaffen Muskeln spannten sich, er richtete sich hoch auf. Sein Gesicht ist blöd und tot. Er rennt mit dem Boten. Er sieht nicht die totbleichen, erschreckten Gesichter der Reisenden in den Zugfenstern. Eine junge Frau schaut heraus. Eine Han ein Handlungsreisender im Fez. Ein junges Paar anscheinend auf der Hochzeitsreise. Was geht's ihn an? Er hat sich nie um den Inhalt dieser Polterkasten gekümmert. Sein Ohr füllte das Geheul lehns. Vor seinen Augen schwimmt es durcheinander. Gelbe Punkte, Glühwürmchen gleich, unzählig. Er schrickt zurück. Er steht. Aus dem Tanze der Glühwürmchen tritt es hervor, blass, schlaff, blutrünstig. Eine Stirn braun und blau geschlagen, blaue Lippen, über die schwarzes Blut tröpfelt. Er ist es. Thiel spricht nicht. Sein Gesicht nimmt eine schmutzige Blässe an. Er lächelt wie abwesend. Endlich beugt er sich. Er fühlt die schlaffen, toten Gliedmaßen schwer in seinen Armen. Die rote Fahne wickelt sich darum. Er geht. Wohin? Zum Bahnarzt. Zum Bahnarzt. tönt es durcheinander. Wir nehmen ihn gleich mit, ruft der Packmeister und macht in seinem Wagen aus Dienströcken und Büchern ein Lager zurecht. Nun also? Thiel machte keine Anstalten, den Verunglückten loszulassen. Man drängte ihn, vergebens. Der Packmeister lässt eine Bahre aus dem Packwagen reichen und beordert einen Mann, dem Vater beizustehen. Die Zeit ist kostbar. Die Pfeife des Zugführers trillerte. Münzen regnen aus den Fenstern. Lene gebärdet sich wie wahnsinnig. Das arme, arme Weib, heißt es in einem der Coupés. Die arme, arme Mutter. Der Zugführer trillerte abermals. Ein Pfiff. Die Maschine stößt weiße, zischende Dämpfe aus ihren Zylindern und streckt ihre eisernen Sehnen. Einige Sekunden und der Kurierzug braust mit wehenden Rauchfahnen in verdoppelter Geschwindigkeit durch den Forst. Der Wärter anderen Sinnes geworden, legt den halbtoten Jungen auf die Bahre. Da liegt er, in einer verkommenen Körpergestalt hin und wieder hebt ein langer rasselnder Atemzug die knöcherne Brust, welche unter dem zerfetzten Hemd sichtbar wird. Die Ärmchen und Beinchen, nicht nur in den Gelenken gebrochen, nehmen die unnatürlichsten Stellungen ein. Die Ferse des kleinen Fußes ist nach vorne gedreht. Die Arme schlottern über den Rand der Bahre. Lene wimmert in einem fort. Jede Spur ihres einstigen Trotzes ist aus ihrem Wesen gewichen. Sie wiederholt fortwährend eine Geschichte, die sie von jeder Schultern dem Vorfall reinwaschen soll. Thiel scheint sie nicht zu beachten. Mit entsetzlich bangem Ausdruck haften seine Augen an dem Kinde. Es ist still ringsum geworden, totenstill, schwarz und heiß ruhen die Gleise auf dem blendenden Kies. Der Mittag hat die Winde erstickt, und regungslos wie aus Stein steht der Forst. Die Männer beraten sich leise. Man muss, um auf dem schnellsten Wege nach Friedrichshagen zu kommen, nach der Station zurück, die nach Richtung Breslau liegt, da der nächste Zug, ein beschleunigter Personenzug, aus der Friedrichshagen näher gelegenen nicht anhielt. Thiel scheint zu überlegen, ob er mitgehen solle. Augenblicklich ist niemand da, der den Dienst versteht. Eine stumme Handbewegung bedeutet seiner Frau, die Bahre aufzunehmen. Sie wagt nicht, sich zu widersetzen, obgleich sie um den zurückgebliebenen Säugling besorgt ist. Sie und der fremde Mann tragen die Bahre. Thiel begleitet den Zug bis an die Grenze seines Reviers. Dann bleibt er stehen und schaut ihm nach. Plötzlich schlägt er sich mit der flachen Hand vor die Stirn, das es Schalt. Er meint, sich zu erwecken, denn es wird ein Traum sein, wie der gestern. Sagt er sich vergebens. Mehr taumelnd als laufend erreichte er sein Häuschen. Drinnen fiel er auf die Erde, das Gesicht voran. Seine Mütze rollte in die Ecke, seine peinlich gepflegte Uhr fiel aus seiner Tasche, die Kapsel sprang, das Glas zerbrach. Es war, als hielt ihn eine eiserne Faust im Nacken gepackt, so fest, dass er sich nicht bewegen konnte, so sehr er es auch unter Ächzen und Stöhnen sich freizumachen suchte. Seine Stirn war kalt, seine Augen trocken, sein Schlund brannte. Die Signalglocke weckte ihn. Unter dem Eindruck jener sich wiederholenden drei Glockenschläge ließ der Anfall nach. Thiel konnte sich erheben und seinen Dienst tun. Zwar waren seine Füße bleischwer, zwar kreiste um ihn die Strecke wie die Speiche eines ungeheuren Rades, dessen Achse sein Kopf war, aber er gewann doch wenigstens so viel Kraft, sich für einige Zeit aufrecht zu halten. Der Personenzug kam heran. Tobias musste darin sein. Je näher er rückte, umso mehr verschwammen die Bilder vor Thiels Augen. Am Ende sah er nur noch den zerschlagenen Jungen mit dem blutigen Munde. Danach wurde es Nacht. Nach einer Weile erwachte er aus seiner Ohnmacht. Er fand sich dicht an der Barriere im heißen Sande liegen. Er stand auf, schüttelte die Sandkörner aus seinen Kleidern und spie sie aus seinem Munde. Sein Kopf wurde ein wenig freier, er vermochte, ruhiger zu denken. In der Bude nahm er sogleich seine Uhr vom Boden auf und legte sie auf den Tisch. Sie war trotz des Falles nicht stehen geblieben. Er zählte während zweier Stunden die Sekunden und Minuten, in der er sich vorstellte, was indes mit Tobias geschehen mochte. Jetzt kam Lene mit ihm an, jetzt standen sie vor dem Arzt. Dieser betrachtete und betastete den Jungen und schüttelte den Kopf. »Schlimm, sehr schlimm, aber vielleicht, wer weiß!« er untersuchte genauer. Nein, sagte er dann. Nein, es ist vorbei. Vorbei, vorbei, stöhnte der Wärter. Dann aber richtete er sich hoch auf und schrie, die rollenden Augen an die Decke geheftet, die erhobenen Hände unbewusst zu Faust ballend und mit einer Stimme, als müsse der enge Raum davon zerbersten. Er muss leben, er muss leben. Ich sage dir, er muss leben. Muss leben. Und schon stieß er die Tür des Häuschens von neuem auf, durch die das rote Feuer des Abends hereinbrach, und rannte mehr, als er ging, nach der Barriere zurück. Hier blieb er eine Weile wie betroffen stehen und schritt dann plötzlich, beide Arme ausbreitend, bis in die Mitte des Dammes, als wenn er etwas aufhalten wolle, das aus der Richtung des Personenzuges kam. Dabei machten seine weit offenen Augen den Eindruck der Blindheit. Während er rückwärts schreitend vor etwas zu weichen schien, stieß er in einem halb verständlichen Wort fort zwischen den Zähnen. Du, hörst du, bleib doch, du, hör doch, bleib, gib ihn wieder, er ist braun und blau geschlagen, ja, ja, gut, ich, ich will sie wieder, braun und blau schlagen, hörst du, bleib doch, gib ihn mir wieder. Es schien, als ob etwas in ihm vorbei wandle, denn er wandte sich und bewegte sich, wie um es zu verfolgen nach der anderen Richtung. Minna, du Minna! Seine Stimme wurde weinerlich, wie die eines kleinen Kindes. Du Minna, hörst du? Gib ihn wieder, ich, ich will! Er tastete in die Luft, wie um jemanden festzuhalten. Weibchen, ja, 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 ja da will ich sie, und, und da will ich sie auch schlagen! Braun und blau auch schlagen! Ja, da will ich mit dem, mit dem, mit dem Beil! Siehst du, Küchenbeil! Mit dem, mit dem Küchenbeil will ich sie schlagen! Und da wird sie auch verrecken! Und da! Ja, mit dem Beil! Küchenbeil! Ja, schwarzes Blut! Schaum stand vor seinem Munde, seine gläsernen Pupillen bewegten sich unaufhörlich. Ein sanfter Abentauch strich leis und nachhaltig über den Forst und rosa flammiges Wolkengeglock hing über dem westlichen. Etwa hundert schritt hatte er so das unsichtbare etwas verfolgt als er anscheinend mutlos stehen blieb und mit entsetzlicher angst in den mienen streckte der mann seine arme aus flehend beschwörend er strengte seine augen an und beschattete sie mit der hand wie um noch einmal in weiter ferne das wesenlose zu entdecken schließlich sank die hand und der gespannte ausdruck seines gesichts verkehrte sich in stumpfe ausdruckslosigkeit er wandte sich und schleppte sich den weg zurück den er gekommen Die Sonne goss ihre letzte Glut über den Forst, dann erlosch sie. Die Stämme der Kiefern streckten sich wie bleiches, verwestes Gebein zwischen die Wipfel hinein, die wie grauschwarze Moderschichten auf ihnen lasteten. Das Hämmern eines Spechtes durchdrang die Stille. Durch den kalten, stahlblauen Himmelsraum ging ein einziges, verspätetes Rosengewölk. Der Windhauch wurde kellerkalt, so dass es den Wärter fröstelte. Alles war ihm neu. Alles fremd. Er wusste nicht, was das war, worauf er ging oder das, was ihn umgab. Tauschte ein Eichhorn über die Strecke und Thiel besann sich. Er musste an den lieben Gott denken, ohne zu wissen warum. Der liebe Gott springt über den Weg. Der liebe Gott springt über den Weg. Er wiederholte diesen Satz mehrmals, gleichsam, um auf etwas zu kommen, das damit zusammenhing. Er unterbrach sich, ein Lichtschein fiel in sein Gehirn. Aber mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Er vergaß alles und wandte sich gegen diesen neuen Feind. Er suchte Ordnung in seine Gedanken zu bringen, vergebens. Es war ein haltloses Streifen und Schweifen. Er ertappte sich auf den unsinnigsten Vorstellungen und schauderte zusammen im Bewusstsein seiner Machtlosigkeit. Aus dem nahen Birkenbällchen kam Kindergeschrei. Es war das Signal zur Raserei. Fast gegen seinen Willen musste er darauf zueilen und fand das Kleine, um welches sich niemand mehr gekümmert hatte, weinend und strampelnd ohne Bettchen im Wagen liegen. Was wollte er tun? Was trieb ihn hierher? Ein wirbelnder Strom von Gefühlen und Gedanken verschlang diese Fragen. Der Liebe Gott springt über den Weg. Jetzt wußte er, was das bedeuten wollte. Tobias! Sie hatte ihn ermordet, Lene. Ihr war er anvertraut. Stiefmutter, Rabenmutter, knirschte er, und ihr Balk lebt! Ein roter Nebel umwölkte seine Sinne. Zwei Kinderaugen durchdrangen ihn, er fühlte etwas Weiches, Fleischiges zwischen seinen Fingern. Gurgelnde und pfeifende Laute, untermischt mit heißeren Ausrufen, von denen er nicht wusste, weil er sie ausstieß, trafen sein Ohr. Da fiel etwas in sein Hirn, wie Tropfen heißen Siegellachs, und es hob sich wie eine Starre von seinem Geist. Zum Bewusstsein kommend hörte er den Nachhall der Meldeglocke durch die Luft zittern. Mit eins begriff er, was er hatte tun wollen, seine Hand löste sich von der Kehle des Kindes, welches sich unter seinem Griffe wand. Es rang nach Luft, dann begann es zu husten und zu schreien. Es lebt! Gott sei Dank, es lebt! Er ließ es liegen und eilte nach dem Übergange. Dunkler Qualm wälzte sich ferner über die Strecke, und der Wind drückte ihn zu Boden. Hinter sich vernahm er das Keuchen einer Maschine, welches wie das stoßweise gequälte Atmen eines kranken Riesen klang. Ein kaltes Zwielicht lag über der Gegend. Nach einer Weile, als die Rauchwolken auseinandergingen, erkannte Thiel den Kieszug, der mit gelehrten Loren zurückging und die Arbeiter mit sich führte, welche tagsüber auf der Strecke gearbeitet hatten. Der Zug hatte eine reich bemessene Fahrzeit und durfte überall anhalten, um die hier und da beschäftigten Arbeiter aufzunehmen, andere hingegen abzusetzen. Ein gutes Stück vor Thiels Bude begann man zu bremsen. Ein lautes Quietschen, Schnarren, Rasseln und Klirren durchgrang weithin die Abendstille, bis der Zug unter einem einzigen, schrillen, langgedehnten Ton stillstand. Etwa 50 Arbeiter und Arbeiterinnen waren in den Loren verteilt. Fast alle standen aufrecht, einige unter den Männern mit entblößtem Kopfe. In ihrer aller Wesen lag eine rätselhafte Feierlichkeit. Als sie des Wärters ansichtig wurden, erhob sich ein Flüstern unter ihnen. Die Alten zogen die Tabakspfeifen zwischen den gelben Zähnen hervor und hielten sie respektvoll in den Händen. Hier und da wandte sich ein Frauenzimmer, um sich zu schneuzen. Der Zugführer stieg auf die Strecke herunter und trat auf Thiel zu. Die Arbeiter sahen, wie er ihm feierlich die Hand schüttelte, worauf Thiel mit langsamem, fast militärisch steifem Schritt auf den letzten Wagen zuschritt. Keiner der Arbeiter wagte ihn anzureden, obgleich sie ihn alle kannten. Aus dem letzten Wagen hob man soeben das kleine Tobiaschen. Es war tot. Lene folgte ihm. Ihr Gesicht war bläulich weiß, braune Kreise lagen um ihre Augen. Thiel würdigte sie keines Blickes, sie aber erschrak beim Anblick ihres Mannes. Seine Wangen waren hohl, Wimpern und Barthaare verklebt, der Scheitel, so schien es ihr, ergraute als bisher, die Spuren vertrockneter Tränen überall auf dem Gesicht, dazu ein unstets Licht in seinen Augen, davor sie ein Grauen bekam. Auch die Tragbare hatte man wieder mitgebracht, um die Leiche transportieren zu können. Eine Weile herrschte unheimliche Stille, eine Tiefe, entsetzliche versonnenheit hatte sich thiels bemächtigt es wurde dunkel ein rudel rehe setzte seitab auf den bahndamm der bock blieb stehen mitten zwischen den Ge geleisen er wandte seinen gelenken hals neugierig herum da pfiff die maschine und blitzartig verschwand er samt seiner herde in dem augenblick als der zug sich in bewegung setzen wollte brach thiels zusammen der zug hielt abermals und es entspann sich eine beratung über das was nun zu tun sei man entschied sich dafür, die Leiche des Kindes einstweilen im Wärterhaus unterzubringen und statt ihrer, den durch kein Mittel wieder ins Bewusstsein zu rufenden Wärter mittels der Bahre nach Hause zu bringen. Und so geschah es. Zwei Männer trugen die Bahre mit dem Bewusstlosen, gefolgt von Lena, die, fortwährend schluchzend, mit Tränen überströmtem Gesicht den Kinderwagen mit dem Kleinsten durch den Sand stieß. Wie eine riesige, purpurglühende Kugel lag der Mond zwischen den Kiefernschäften am Waldesgrund. Je höher er rückte... Umso kleiner schien er zu werden, umso mehr verblasste er. Endlich hing er einer Ampel vergleichbar über dem Forst, durch alle Spalten und Lücken der Kronen einen matten Lichtdunst drängend, welche die Gesichter der dahinschreitenden leichenhaft anmalte. Rüstig aber vorsichtig schritt man vorwärts, jetzt durch eng gedrängtes Jungholz, dann wieder an weiten, hochwaldumstandenen Schonungen entlang, darin sich das bleiche Licht wie in großen, dunklen Becken angesammelt hatte. Der Bewusstlose röchelte von Zeit zu Zeit oder begann zu fantasieren. Mehrmals ballte er die Fäuste und versuchte mit geschlossenen Augen, sich emporzurichten. Es kostete Mühe, ihn über die Spree zu bringen. Man musste ein zweites Mal übersetzen, um die Frau und das Kind nachzuholen. Als man die kleine Anhöhe des Ortes emporstieg, begegnete man einigen Einwohnern, welche die Botschaft des geschehenen Unglücks sofort verbreiteten. Die ganze Kolonie kam auf die Beine. Angesichts ihrer Bekannten brach Lene in erneutes Klagen aus. Man beförderte den Kranken mühsam die schmale Stiege hinauf in seine Wohnung und brachte ihn sofort zu Bett. Die Arbeiter kehrten zugleich um, um Tobiaschens Leiche zu holen. Alte erfahrene Leute hatten kalte Umschläge angeraten und Lene befolgte ihre Weisung mit Eifer und Umsicht. Sie legte Handtücher in eiskaltes Brunnenwasser und erneuerte sie, sobald die brennende Stirn des Bewusstlosen sie durchhitzt hatte. Ängstlich beobachtete sie die Atemzüge des Kranken, welche ihr mit jeder Minute regelmäßiger zu werden schienen. Die Aufregung des Tages hatten sie doch stark mitgenommen und sie beschloss ein wenig zu schlafen, fand jedoch keine Ruhe. Gleich viel, ob sie die Augen öffnete oder schloss, unaufhörlich zogen die Ereignisse der Vergangenheit daran vorüber. Das Kleine schlief. Sie hatte sich entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit wenig darum gekümmert. Sie war überhaupt eine andere geworden. Nirgend eine Spur des früheren Trotzes. Ja, dieser kranke Mann mit dem farblosen, schweißglänzenden Gesicht regierte sie im Schlaf. Eine Wolke verdeckte die Mondkugel. Es wurde finster im Zimmer, und Lene hörte nur noch das schwere, aber gleichmäßige Atemholen ihres Mannes. Sie überlegte, ob sie Licht machen sollte. Es wurde ihr unheimlich im Dunkeln. Als sie aufstehen wollte, lag es ihr bleiern in allen Gliedern. Die Lieder fielen ihr zu, und sie entschlief. Nach Verlauf von einigen Stunden, als die Männer mit der Kinderleiche zurückkehrten, fanden sie die Haustüre weit offen. Verwundert über diesen Umstand stiegen sie die Treppe hinauf in die obere Wohnung, deren Tür ebenfalls weit geöffnet war. Man rief mehrmals den Namen der Frau, ohne eine Antwort zu erhalten. Endlich strich man ein Schwefelholz in der Wand, und der aufzuckende Lichtschein enthüllte eine grauenvolle Verwüstung. Mord! Mord! Lene lag in ihrem Blut, das Gesicht unkenntlich mit zerschlagener Hirnschale. Er hat seine Frau ermordet! Er hat seine Frau ermordet! Kopflos lief man umher. Die Nachbarn kamen, einer stieß an die Wiege. Heiliger Himmel! Und er fuhr zurück, bleich mit starrem Blick. Da lag das Kind mit durchschnittenem Halse. Der Wärter war verschwunden. Die Nachforschungen, welche man noch in derselben Nacht anstellte, blieben erfolglos. Den Morgen darauf fand ihn der diensttuende Wärter zwischen den Bahngleisen und an der Stelle sitzend, wo Tobiaschen überfahren worden war. Er hielt das braune Pudelmützchen im Arm und liebkoste es ununterbrochen wie etwas, das Leben hat. Der Wärter richtete einige Fragen an ihn, bekam jedoch keine Antwort und bemerkte bald, dass er es mit einem Irrsinnigen zu tun habe. Der Wärter am Block Davon in Kenntnis gesetzt, erbat telegraphisch Hilfe. Nun versuchten mehrere Männer, ihn durch gutes Zureden von den Gleisen vorzulocken, jedoch vergebens. Der Schnellzug, der um diese Zeit passierte, musste anhalten, und erst der Übermacht seines Personals gelang es, den Kranken, der alsbald furchtbar zu toben begann, mit Gewalt von der Strecke zu entfernen. Man musste ihm Hände und Füße binden, und der inzwischen requirierte Gendarm überwachte seinen Transport nach dem Berliner Untersuchungsgefängnisses von wo er jedoch schon am ersten Tage nach der Irrenabteilung der Charité überführt wurde. Noch bei der Einlieferung hielt er das braune Mützchen in Händen und bewachte es mit eifersüchtiger Sorgfalt und Zärtlichkeit.